Wir haben gelernt, sich Ziele zu setzen ist wichtig. Je klarer wir unsere Ziele definieren, desto motivierter bleiben wir und desto leichter lassen sie sich erreichen. Dazu ist es sinnvoll, bei der Zielformulierung die SMART-Methode heranzuziehen. Doch was ist das? SMART steht für Specific, spezifisch. Definiere dein Ziel so klar als möglich. Measurable, messbar. Dein Ziel soll so formuliert sein, dass der Erfolg messbar ist. Achievable, erreichbar. Ist das von dir gesteckte Ziel realistisch? Relevant. Dein Ziel soll zu deinen Werten passen und auch langfristig gewinnbringend für dich sein. Timebound, terminiert. Plane zeitlich bindend, also setze dir am besten eine Deadline. Ein smartes Ziel ist also ein Ziel, das konkret formuliert ist, bei dem man den Fortschritt messen kann, das realisierbar ist, das für einen persönlich relevant ist und bei dem festgelegt ist, bis wann man es erreichen möchte. Ein Beispiel dafür könnte sein, bis zum Ende des Studienjahres möchte ich meinen Bachelor abgeschlossen haben, um mich dann einem Fachpraktikum widmen zu können. Kannst auch du zwei konkrete Ziele nennen, die smart sind? Stoppe das Video und versuche sie in der nachfolgenden Datei niederzuschreiben. Du hast nun ein klares Bild davon, wo du dich in Zukunft siehst und was deine konkreten Ziele sind? Perfekt! Dann bist du auf dem besten Weg, dein Studium erfolgreich zu meistern. Solltest du aber trotzdem mal in ein Motivationsloch fallen, ist das halb so schlimm. Damit du aber schnell wieder auf Kurs kommst, haben wir hier noch ein paar Motivationstipps für dich. Erstelle Lernpläne. Versuche das ganze Semester hinweg, deinen Lernstoff wöchentlich nachzubereiten und regelmäßig durchzulesen. Dadurch wirst du keine Probleme haben, dich in der Prüfungsphase fürs Lernen zu überwinden und läufst nicht Gefahr, am Ende unter Druck die Nerven zu schmeißen. Setze dir Unterziele. Nichts wirkt demotivierender als ein riesiger Berg an Fachliteratur und Prüfungsunterlagen. Dem kannst du aber entgegenwirken, indem du dir die Aufgaben in mehrere Bereiche bzw. Unterziele aufteilst. Du wirst sehen, dadurch wird es für dich leichter bewältigbar. Und gleichzeitig wirst du mehrere Erfolgserlebnisse verspüren. Analysiere deine Misserfolge. Eine nicht bestandene Prüfung setzt der eigenen Motivation besonders zu. Anstatt aber das Handtuch zu werfen, frag doch einfach nach, warum es nicht geklappt hat. Wenn du siehst, wo deine Schwachstellen sind, kannst du dich auf den nächsten Antritt viel besser vorbereiten. Lernmethoden und Rahmenbedingungen. Finde heraus, welcher Lerntyp du bist. Wie arbeitest du am leichtesten und effektivsten? Bist du eher der visuelle Typ, der sich leichter tut, wenn du Inhalte optisch aufbereitest, indem du sie auf Karteikarten niederschreibst oder Notizen farbig markierst? Oder doch eher der auditive Lerntyp, der sich den Stoff am besten merkt, wenn er ihn laut vorliest und mit anderen durchspricht? Frage dich außerdem, welche Rahmenbedingungen du zum Lernen brauchst. Arbeitest du vor allem dann effektiv, wenn du zu Hause auf der Couch mit einer Tasse Tee sitzt? Oder brauchst du deinen Lernplatz in der Bibliothek, umgeben von anderen fleißigen Studierenden? Bilde Lerngruppen. Gemeinsame Ziele verbinden und motivieren. Deshalb schließe dich mit Studienkolleginnen zusammen, um gemeinsam zu lernen. Dabei profitierst du nicht nur vom Wissensaustausch, sondern auch von der Verbindlichkeit, regelmäßig gemeinsam zu büffeln. Aber Achtung! Nicht in jeder Lerngruppe passt das Lernklima. Denn wenn keiner oder nur wenige die nötige Motivation mitbringen, können die Treffen leicht mal zu einer Tratschstunde verkommen. Vergiss nicht auf Pausen. Bei aller Motivation ist es wichtig, sich regelmäßig Pausen zu gönnen. Ob ein Spaziergang im Grünen, Auspowern beim Sport oder ein Treffen mit Freunden. Hauptsache weg vom Arbeitsplatz und abschalten. Pausen lenken dich ab und bringen dich zwischendurch auf andere Gedanken, damit du dann umso fokussierter weiterarbeiten kannst. Hab Vertrauen in dich. Kannst du dich noch daran erinnern, als du so manche Herausforderung in deiner Schulzeit gemeistert hast? Oder wie du erfolgreich mit Problemen im privaten Umfeld umgegangen bist?
Führe dir in anstrengenden Phasen vor Augen, wie viel du schon erreicht hast und dass du es auch ein weiteres Mal schaffen wirst. Mit diesen positiven Gedanken wird es dir viel leichter fallen, motiviert zu bleiben. Zusammengefasst, um motiviert und erfolgreich durchs Studium zu gehen, brauchst du eine Vision und Ziele. Denn wenn du diese hast, kommt die Motivation von ganz alleine. Abschließend sei noch Folgendes gesagt. Wenn dein Motivationstief zu einem Dauerzustand wird und über Wochen anhält, kann das natürlich mehrere Gründe haben. Stelle dir dann aber auf alle Fälle die Frage, ob es daran liegen könnte, dass du dir nicht die richtigen Ziele gesetzt und womöglich eine falsche Studienwahl getroffen hast. Sollte es also an der Studienwahl liegen, überdenke deine Ziele und hole dir dafür Hilfe bei Beratungsstellen deiner Uni, wo dich geschultes Personal gerne bei dieser Frage unterstützt.